Hier sind wir jetzt mal am Rhein-Weser-Turm. Ja, kennt ihr bestimmt irgendwoher. Ich habe euch das schon mal gezeigt, von Weitem, als Foto. Wir gehen mal kurz ein bisschen rund. Wanderwege. Hier gibt es auch gespurte Loipen und sowas. Der Rhein-Weser-Turm. 679 Meter. Okay, gehen wir mal ein Stück. Spuren im Schnee. Das sind Langläufer unterwegs. Unberührte Spur hier. Kleine Wetterstation da. Kaum Wind. Ein bisschen hier hinten rein. Gucken, wie es da ist. Fußgänger, Loipe nicht betreten. Aha. Darf jetzt hier als Fußgänger nicht langlaufen. Auf alle Fälle geht hier mal der Rothaarsteig lang. Ja, eine Loipe ist das ja noch nicht. Roter Kammweg, das ist der Zeichen für den Rothaarsteig. Das ist ja wohl noch mal so ein bestimmter. Die Knülleloipe, Rhein-Weser-Turm, noch 2,9 Kilometer. Aha. Gehen wir um die Ecke gucken. Man kriegt hier kalte Hände. Guck mal, schön im Licht hier. Wunderbar. Ja, so 2-3 Langläufer waren hier wohl unterwegs. So jetzt. Ja, mal kurz Stopp. Schuh auf.
Weiter geht's. Hinter mir kommt jemand schon wieder. Diese Schleichkatzen immer. Mitten in der Woche bist du nicht allein hier. Irgendjemand hat immer Zeit. Da unten kommen sie. Naja, so ein bisschen Langlauf reicht es ja. Das könnte Spaß machen. Na ja, gehen wir noch ein Stück. Aber ist ja super Wetter, muss man ja mal sagen. Ganz toll. Ich hoffe, dass man da unten irgendwo wieder rechts rüber kommt. Oder man muss halt wieder zurück. Schauen wir mal. Jetzt geht's in den dunklen Wald. Eine schöne Lichtung hier. Also ein Häschen gehoppelt. Oder auch ein paar. Ja, sieht aus wie. Ja. Hase. Es gibt eine Futterstelle, so wie es aussieht. Hier ist der Förster, sein Hochstand. Ich dachte, hier kommt vielleicht noch mal so eine Ecke, wo man mal so ein bisschen irgendwo ins Tal schauen kann. Das sieht im Moment noch nicht so aus. Wir nehmen noch die Kurve mal mit hier. Und dann schauen wir mal. Das hat nicht den Anschein. Also ich kann hier so ein bisschen durchgucken, aber das kriegt man mit der Kamera leider ja nicht mit. Ja, hier fällt der Schnee von den Bäumen ganz leicht. Ja, da scheint die Sonne hin, da taut's. Aber sieht doch cool aus. Weiß nicht, ob man es so genau erkennen kann. Jetzt gleich umdrehen.
ist ja herrlich. Vor allen Dingen schön ruhig. Also ich sag mal so richtige Sehenswürdigkeiten werde ich euch heute nicht zeigen können. Dafür einen schönen, ruhigen Winterwald. Wunderbar. Ich hoffe, dass auch sowas ankommt. Könnt ihr euch ja angucken und dann ein bisschen meditieren. Ich finde es ganz gut. Allerdings so unvorbereitet auf eine Filmtour zu gehen, ist ein bisschen blöd. Man holt sich ordentlich kalte Finger. Mit Planung hätte ich Handschuhe mitgenommen. Aber so ist das manchmal im Leben. Spontanität ist gefragt. Wenn man so in der Sonne steht, ganz leicht wärmt sie. Jetzt gehe ich noch bis zur nächsten Kurve. Ich glaube, das habe ich eben schon mal gesagt. Aber ich habe noch ein bisschen Bock. Also, weiter geht's noch mal ein Stück. Ist doch herrlich. Also, warum nicht noch ein Stück laufen? Frische Luft ist gesund. Wie gesagt, kalte Finger ein bisschen. Tja, stehe ich auf einer Kreuzung. Im Grunde genommen, wenn ich noch viel Zeit hätte, würde ich da oben weiterlaufen. Dann kommt man bestimmt irgendwie in einem Rundkurs wieder zurück. Aber ich werde wohl hier umdrehen, wobei ich eigentlich Zeit hätte. Ich habe mir mal schnell einen Hut aufgesetzt. Wurde doch ein bisschen frisch auf der Glatze. Geht doch ein bisschen viel Hitze verloren. Gut, wir sind aber jetzt auch gleich am Ende. Gibt es ja ein paar Leute hier. Jagdhaus, ach so, okay, da war ich auch schon mal. Wir sind jetzt hier. Okay. Hier bin ich eben gewesen, die Ecke, wenn ich das richtig sehe. Hier hochgekommen, da die Leute waren. Okay. Dann bin ich diesen Weg gegangen. So, das habe ich euch auch schon mal gezeigt, habe ich Ihnen gezeigt. Wanderwege noch und nöcher. Da sind sie wieder.
Freunde, das war es jetzt wirklich. War mein winterlicher Spaziergang. Schön ruhig, wunderbar entspannt. Auch wenn jetzt keine großen Highlights dabei waren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen hoch da. Und auch gerne ein Abo, da verpasst ihr auch nichts. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal irgendwo aus Deutschland. Macht's gut, euer Micha. Tschüss.